Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening mit und von Salon of Seven Games. Und vielleicht seht ihr schon im Hintergrund, das hier ist das Pack-Opening von gestern. Dort haben wir einen Livestream gemacht und einige Packs geöffnet. Sehen könnt, auch ein paar gute Sachen gezogen, Higuain und Aubameyang. Aber das waren eigentlich in eher kleineren Packs. Und jetzt zeige ich euch einmal, was man bekommt, wenn man insgesamt 135 Euro für FIFA Points ausgibt. Und dafür dann 3 100k Sets und 3 125k Sets aufmacht. Also sprich, wenn man aktuell 2 Lightning Rounds mitmacht und dort jeweils 3 Packs öffnet. Falls jemand am Überlegen ist, soll ich mein Geld für FIFA Points investieren, vielleicht ziehe ich ja einen Toti. Tja, ich zeige euch einmal, was man bekommen kann für 135 Euro oder was in der Regel rauskommt für 135 Euro, sagen wir es mal so. Ja, und dann werdet ihr sehen, ob es sich lohnt oder nicht. Let's go! Just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. So, wie ihr gesehen habt, ja, bekommt man so gut wie gar nichts. Also, liebe Leute, spart euch lieber das Geld, macht lieber ein paar SBCs und
versucht dadurch irgendwie an Spieler zu kommen, ein Upgrade des PCs etc. Denn wie man gesehen hat, wenn man Geld investiert und sich auch die herbsten Packs rausholt, bekommt man auch wahrscheinlich nicht mehr raus, als wenn man normale, keine Ahnung, Premium-Gold-Spieler-Packs aufmacht, jedenfalls bei mir. Dort hatte ich dann schon bessere Spieler als jetzt in diesen Packs. Und ja, das ist halt wirklich die Realität, so sehen halt die meisten Packs aus. Natürlich gibt es eine Chance auf den Tod hier, eine erhöhte Chance, dass die liegt bei unter 1%, höchstwahrscheinlich unter 0,1%, so dass am Ende letztendlich aus, weiß ich nicht, vielleicht 1000 oder vielleicht 5000 Packs einmal ein Toti reinkommt und ja, dass ihr einer derjenigen seid, der genau dann den Toti zieht mit 130 Euro. Vergesst es, Leute, ihr werdet es nicht sein. Also spart euch das Geld und macht lieber SBCs. Bis dahin, das war's. Tschüss.